Willkommen zum Richtfest Trinitatis Quartier heute am 7. November bei für Hamburg doch eigentlich ganz schönem Wetter. Und ich darf erst mal ankündigen den Posaunenchor St. Trinitatis, der uns mit ein paar Takten Musik heute hier begrüßt. Vielen Dank und Start an die Instrumente. Ganz herzlichen Dank an den Posaunenchor St. Trinitatis.
Von meiner Seite auch eine ganz herzliche Begrüßung an Sie alle. Ich bin Frieb Resen, der zuständige Propst für Altona Blankenese und damit auch für diesen Ort hier verantwortlich. Ich möchte an etwas erinnern, was wir als evangelische Kirche im nächsten Jahr mit einem 500 Jahre Jubiläum begehen. Wir haben vor einigen Jahren 500 Jahre Reformation gefeiert. Nächstes Jahr feiern wir 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Und die Lieder des Gesangbuches oder die Lieder unserer Gesangbücher haben immer eine ganz wesentliche Bedeutung gehabt für die Menschen, die in Kirche ein- und ausgehen. Deswegen haben wir Posaunenchöre, weil die Töne und das Singen immer uns ein ganz wichtiges war. Ein Gesangbuch, Lied, was mir immer schnell einfällt, ist: Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Also ein Vers, der mir ziemlich locker von den Lippen geht, damit bin ich groß geworden, die habe ich mir eingeprägt. Und ich glaube, wenn ich mal ganz alt bin und vieles vergessen habe, dann werde ich diesen Vers nicht vergessen haben, glaube ich. Am Ende dieser ersten Strophe heißt es: Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Wir haben hier auch nicht auf Sand gebaut, da bin ich mir ziemlich sicher, sondern wir haben auf festem Boden gegründet. Und ich finde, das ist ein Bild dafür, warum wir das hier eigentlich tun. Und dafür, finde ich, steht dieses Gesangbuchlied auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Wir tun das in einem Gottvertrauen, dass wir das Richtige damit tun, auch wenn diese Gebäude, die hier entstehen, ein echtes Wagnis sind in dieser Zeit. Wofür tun wir das? Wohin tun wir das? Was wird aus unserer Welt? Diese Fragen stellen sich viele Menschen in dieser Zeit. Und da finde ich es umso wichtiger, dass wir dieses Gottvertrauen, dieses Grundvertrauen pflegen, besingen, behören und bebeten und in diesem Geiste auch diese Häuser nicht nur bauen, sondern auch beleben. Darum, in Gottes Namen sollen diese Häuser hier stehen, um seiner Gegenwart Zeugnis zu geben in dem, was dort passiert, was Menschen versammelt und was Menschen mit Segen gehen lässt. In diesem Sinne wünsche ich uns ein Richtfest, das genau dieses im Herzen trägt. Ich weiß nicht, jetzt. Liebe Gäste und liebe verehrte Bauarbeiter, ich habe gar nicht so viel jetzt hier. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu dieser kleinen Feier, die wir hier, zu der wir hier heute eingeladen haben. Für uns als Kirchengemeinde war der Zeitablauf zwischen der Grundsteinlegung und dem heutigen Richtfest erstaunlich kurz. Das hätten wir so nicht gedacht, dass es so schnell geht. Und wir haben allerdings in dieser Zeit eine ganze Strecke gemeinsam zurückgelegt. Und ich würde sogar sagen, dass wir als Kirchengemeinde zusammen mit unseren Partnern und Partnerinnen vom Kirchenkreis zu bewahren Pfadfinder geworden sind. Wir sind zu Pfadfindern geworden, wir haben Pfade gefunden, uns immer tiefer in dieses Projekt hineinzufinden. Wir haben Pfade erprobt, um die soziale Vision in diesen Ort hineinzutragen und sind immer noch dabei. Und wir haben Pfade betreten, das hat der Propst auch schon gesagt, die erfordern Mut. Das ist nicht so ohne weiteres, weil wir wissen auch gar nicht so richtig, wo diese Pfade denn eigentlich enden. Und wie ja allgemein bekannt ist, Pfadfinder bauen auf die christlichen Werte Solidarität und Gemeinschaft. Was hier aus Beton und Stahl und Ziegeln entsteht, wird in den Herzen vieler Leute schon immer weiter gedacht und geplant und fantasiert. Und wir ziehen gemeinsam unsere Pfade mit dem Ziel. Hier entsteht ein Zentrum des Trostes, der Unterstützung und des Miteinanders, ein Ort, an dem Menschen sich wohlfühlen
und auch ein Ort des Glaubens, der Liebe und der gemeinsamen Suche nach Sinn. Und wir sind zuversichtlich, wie sich unsere Pfadfindergemeinschaft bis hierher bewährt hat, so werden sich auch Solidarität und Gemeinschaft an diesem Ort etablieren. Denn wir sind Mitarbeiter Gottes. So hat es uns der Apostel Paulus in unsere Gründungsurkunde hineingeschrieben. Wir sind Mitarbeiter der Technik, komme ich noch ein bisschen klar. Wir sind Mitarbeiter Gottes und wir arbeiten zusammen, um das Werk des großen Weltenbaumeisters ein Stück weiter voranzutreiben. Und ich meine, diese Gebäude und unsere Pfadfindergemeinschaft, die sind Teil dieses göttlichen Bauprozesses. Möge der Geist des Zusammenhalts, den wir hier spüren, in den Wänden und auch in den Herzen jedes Einzelnen sich etablieren, der diesen Ort betritt und dort fortlebt. Vielen Dank an alle, die an diesem Projekt mitarbeiten, mit ihrer harten Arbeit, mit ihrer Unterstützung oder auch mit ihrem Gebet. Herzlichen Dank und möge Gottes Segen auf diesen Gebäuden ruhen und weiterhin Inspiration und Gelingen schenken. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch zum Richtfest. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir, Andrea Mackies von der Diakonie des Kirchenkreises Hamburg-West zu Trollstein. Ich bin auch total beeindruckt, wie schnell das hier alles gegangen ist, wie die Gebäude hochgezogen sind. Das lässt Gutes verheißen. Diakonie, das bedeutet Dienst am Menschen auf der Grundlage von christlicher Nächstenliebe. Ich bin heute als Vertreterin der Diakonie hier zu Ihnen gekommen und freue mich, mit Ihnen ein Fest zu feiern. Das zeigt, wie diese Idee immer wieder in die Tat umgesetzt werden kann. Hier entsteht heute ein Dach, beziehungsweise es ist schon da. Das Gebäude. Dazu soll bald Menschen, die bisher ohne feste Bleibe sind oder gelebt haben, ein Dach über dem Kopf geben. Es soll Menschen, die bisher in Obdachlosigkeit gelebt haben, Zuflucht bieten. Heute zeigt sich mal wieder, nicht ganz so schlimm, wie ich es gestern befürchtet hatte, das Wetter von seiner unfreundlicheren Seite. Es ist kalt, kein Nieselregen zum Glück. Aber wir können uns nur ungefähr vorstellen, was es bedeutet, wie bitter es ist, kein Dach über dem Kopf zu haben, sich nicht zurückziehen zu können, sondern nach Orten zu suchen, an denen man sich notdürftig geschützt aufhalten kann. Hier entstehen nun gleich zwei tolle Projekte. In dem Gebäude, da ganz hinten, das letzte aus dieser Sicht, entstehen Wohnungen für Obdachlose. Damit setzt sich der Kirchenkreis Hamburg-West-Holstein aktiv dafür ein gewichtiges gesellschaftliches Problem anzugehen. Das ist seit Jahren schon unsere Message und unser Anliegen und ich freue mich immer, wenn sowas wirklich auch mal in Stein und fast fertig gebaut zu sehen ist. Wir machen das ganz im Sinne von Housing First. Das heißt, erstmal eine Wohnung schaffen und aus dieser Sicherheit heraus Stück für Stück weitere Probleme lösen. Und in dem Gebäude, fast so weit weg von hier, direkt gegenüber, wird unsere Tagesaufenthaltsstätte, so heißt das, Mahlzeit einziehen. Mahl und Zeit für Menschen, die in Obdachlosigkeit leben. Wir bieten damit einen Ort an, in dem die Menschen nicht nur mit Essen versorgt werden, sondern auch ein offenes Ohr für ihre Nöte finden. Und damit ist aus meiner Sicht alles gut beisammen. Ein Dach über dem Kopf und die Mahlzeit als Anlaufstelle für die soziale Unterstützung und Integration eingebettet in diesem wunderbaren neuen Ensemble bei der Trinitatiskirche. Ja, und
Ich kann nur sagen, wir freuen uns drauf. Möge diese neue Wohnanlage und die Tagesaufenthaltsstätte ein Ort der Hoffnung und des Wandels sein, auf das es für die Menschen zum Besseren geht. Vielen Dank vielen Dank vor allen Dingen für die, die es gebaut haben. So, ich gehe ein bisschen dichter ran hier. Ich glaube, das ist die Verbindung, die dann ein bisschen besser ist. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Bresen, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen liebe Bauleute, die alle hier unter uns sind, wahrscheinlich nicht mehr in Kluft, sondern ein bisschen umgezogen. Ich sehe eigentlich nur einen, aber der gehört gar nicht zum Bau in dem Sinne. Ja, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier heute zu unserem Richtfest. Martin Gehrig ist mein Name. Ich bin von der Pflegediakonie Hamburg-Westfield-Holstein und wir werden zukünftig hier die Pilgerherberge betreiben. Für Bauherren, Architekten, Handwerker und vor allem für die Menschen, die später hier wohnen und arbeiten, ist das Richtfest ein großes Ereignis. Das Schöne am Hausbau ist, dass man nicht nur die Fertigstellung feiert, sondern bereits die Etappen bis zur Fertigstellung. Und ich muss feststellen, unser Kirchenkreis ist ja im Bauen ganz weit vorne. Und ich habe jetzt schon einige Male schön zu einem Richtfest und zur Grundsteinlegung ein Grußwort sagen dürfen. Und das freut mich natürlich immer umso mehr. Nach dem Spatenstich und der Grundsteinlegung kann man sich auf das Richtfest oder kann man sich beim Richtfest erstmals eine konkrete Vorstellung von dem machen, was hier entstehen wird. Also für mich ist das immer so, wenn ich auf Pläne gucke, finde ich das gut, aber ich muss es 3D-visual irgendwie haben, damit ich weiß, worüber man überhaupt spricht. Vor nicht allzu langer Zeit, das haben wir schon eben gerade gehört, nämlich knapp 5 Monate ist es her, dass der Grundstein hier gelegt wurde für dieses Quartier, haben wir den Grundstein gelegt. Wir als künftige Betreiber der Pilgerherberge Baltica verfolgen seitdem gespannt, wie unser Gebäude wächst. Ich habe jetzt nochmal geguckt, es ist noch nicht ganz so weit wie die anderen, aber ich habe die Hoffnung, dass das sozusagen schnell weiter passieren wird. Was für uns schön ist, wir merken jetzt an dem Gebäude und können sehen, was uns denn die Architekten auch versprochen haben, Herr Nehring, ne? Da können wir mal ein bisschen nachgucken. Die Strecke Viva Baltica von Usedom nach Bremen über Hamburg wird hoffentlich eine stark frequentierte Route werden. Wir freuen uns auf jeden Pilger und jede Pilgerin, die hier einkehrt. Dazu haben wir 60 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien und einen Frühstücksraum, den man auch gegebenenfalls für andere Events nutzen kann, hergerichtet oder geplant vielmehr. Wir werden hier an diesem Standort 25 bis 30 neue Arbeitsplätze schaffen. Wir freuen uns aber nicht nur über die Pilger und Pilgerinnen, die hierher kommen, sondern wir freuen uns natürlich auch über die Kolleginnen und Kollegen und die Leute, die hier wohnen in diesem Quartier. Da das Richtfest das Fest der Bauleute ist, möchte ich natürlich auch den Bauleuten ganz, ganz dollen Dank dafür aussprechen, dass wir hoffentlich im Zeitplan sind, was ich nicht genau weiß, aber ich hoffe es mal. Und ich möchte natürlich auch den Menschen, die hier später einziehen und die hier arbeiten werden, eine angenehme Umgebung wünschen und gute Arbeitsbedingungen natürlich. Dem Bau wünsche ich einen weiterhin guten und vor allen Dingen unfallfreien Verlauf. Herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Handwerkerinnen, liebe Festgemeinde, auch von der Geschäftsführung Bauwerk Kirchen Immobilien seien Sie herzlich begrüßt. Ich freue mich und es ist mir eine große Ehre, heute hier vor Ihnen zu stehen und das Richtfest dieses besonderes Bauvorhaben zu feiern. Wir sind zusammengekommen, um den Fortschritt dieser Baustelle zu würdigen. Ein wahrhaft festlicher Anlass. In einer konfliktreichen Zeit ist es mir besonders wichtig, an die Werte von Frieden und soziale Gerechtigkeit in Europa zu erinnern.
Es ist noch nie so unselbstverständlich gewesen, dass wir Frieden auf diesem Planeten haben. Ich durfte das mein ganzes Leben lang bisher so genießen. Selbstverständlich ist es aber nicht mehr. Statt Konflikte und Vorurteile zu schüren, können wir die Zusammenarbeit nutzen, uns gegenseitig besser zu verstehen, gemeinsam in einer friedvollen Welt zu arbeiten, das Miteinander über Grenzen hinweg zu allen zusammen mit all unseren Unterschieden ist ein Beitrag für den Frieden. Wir sollten das nicht unterschätzen. Sie, liebe Bauschaffenden, sind ein guter Beweis dafür. Auf der Baustelle der Trinitatiskirche arbeiten nicht nur Betonbauer, Maurer, Zimmerleute und viele weitere Gewerke zusammen. Hier arbeiten vor allem auch viele Nationen in Frieden zusammen an den Häusern. Viele Hände hatten da gute Vorarbeit geleistet. Ein Dank auch an die vielen am Bau Beteiligten, von denen heute ebenfalls viele hier sind. Vielen Dank auch an die tolle Zusammenarbeit mit ZIRK und Technischen Rathaus Altona. Und ein soziales Projekt wie dieses benötigt dabei viel Rückenwind, viel warmen Rückenwind. Wie passend, wenn schon von Beginn von sozialer Stadtraumreparatur gesprochen wurde und jetzt langsam sichtbar wird. Ganz erleben werden wir es beim nächsten Fest, wenn die Menschen, die hier arbeiten und leben werden, eingezogen sind. Ich möchte mich aber heute besonders bei den Handwerkern aus 8 Ländern bedanken, die täglich an diesem Projekt arbeiten, und bei allen anderen, die an die Realisierung beteiligt waren. Möge dieses Bauwerk nicht nur ein Symbol des sozialen Miteinanders, sondern auch ein Symbol für Frieden und soziale Gerechtigkeit sein, die wir in unserer Welt brauchen, für die wir als Kirche und Diakonie stehen. Ist eben Hamburg, ne? Ich danke den Handwerkern aus Albanien, Bosnien, Deutschland, Moldawien, Portugal, Rumänien, Russland und Ungarn. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz, auch teilweise weit weg von zu Hause. Vielen Dank, dass Sie an das Trinitate, dass Sie mit uns das Trinitatis hier bauen. Lassen Sie uns gemeinsam eine bessere Zukunft bauen. Und das feiern wir heute. Herzlichen Dank. Und nun bitte ich alle, die so ein Band mit sich herumtragen, nach vorne zu kommen und mit guten Gedanken es noch an der Richtkrone festzusetzen, die wir im Anschluss dann an den Richtspruch gleich hochziehen werden. Wenn ich jetzt an den Richtspruch bitten darf. Mit Gunst und Verlaub, mit Fleiß von morgen bis zur Nacht, ist unser schönes Werk vollbracht. Es war mit uns der Herrgott Segen, darum steht allen ist gelegen. Prost! Die Bäume stehen in Gottes Schutz, sie bieten allen Wettern Trotz. Kein Feuer sollen sie je zerstören, kein Missgeschick soll sie versehren, was hier mit Kunst und Fleiß gebaut. Prost! 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 Den Bauherrn wünschen wir sogar, was immer er sich wünschen kann. Immer da, ihm und den Seinen, des Glückes Sonne wärmen scheinen. Prost! Prost. Und wir fragen mit den Bauern jetzt hier und vor aller Welt, wie ihm denn seine neuen Gebäude gefallen? Super! Super. Prost!
gescheut. Egal ob Sonne, Sturm, ob Regen, sie waren jederzeit zugegen. Prost! Prost! Prost. Und nun so bitte ich auf dieses Haus, gieß Herrgott deinen Segen aus, damit kein Leid ihm widerfährt, in dieser Bau sein Dach gewährt. Prost! Prost. Prost. Und nun lass bitte im Grunde geweiht sei dieser Bau zur Stunde. Wir schauen jetzt herab, wenn Gott es gibt und hoffen, dass es uns noch einen gibt. Prost! Prost. Prost. Gedankt, der Richtspruch ist ausgebracht, es fehlt der letzte Nagel noch, da haben wir es uns einfach gemacht, und das ist symbolisch jetzt hier unten und wir müssen nicht alle nochmal auf das Gerüst. Also, hör zu. Ich dachte so. Habt ihr denn überhaupt noch einen Hammer? Ja, ja. Hier in der Mitte. Wir wollen diesen Abschnitt unserer Feier beenden, indem wir bitten um Frieden für dieses Haus, Frieden für Stadt und Land und unsere Erde. Häufig gesagt, wir haben diesen Frieden nötig. Das wissen wir aus der aktuellen Situation deutlicher denn je. Lassen Sie uns unsere Wünsche in das Gebet legen, das uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist kein Mikrofonständer da und zum Segnen, man nimmt die beiden in Hände. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Damit durch die graue Tür seien Sie herzlich eingeladen zum Richtschmaus. Lassen Sie uns noch ein bisschen zusammen feiern, zusammen schwätzen und über das Gesehene und Gehörte reden. Herzlich willkommen.